Tag. Ich habe mir die Zeit ein wenig vertrieben, während du kommentiert hast. Ich bin hinter die Kulissen gegangen hier an den nächsten Würstelstand und jetzt hätte ich gerne eine Bockwurst bitte mit Senf. Das ist übrigens gar kein billiges Vergnügen, wenn man sich mal die Preise anschaut. 3 Euro für eine Bockwurst und 3,80 Euro für ein Bier. Das sind echte Hammerpreise, aber die können auch nichts dafür hier, die arbeiten fleißig und die Preise wurden auch vorgegeben. Ich vermute mal, dass da noch ein paar andere mitverdienen. Folgen Sie mir mal an einen der schönsten Plätze der Welt, wo man sich ein Formel-1-Rennen anschauen kann, ins Motodrom. Heute Vormittag natürlich noch nicht vollkommen ausverkauft und nur die härtesten Schumi-Fans sitzen offenbar hier. Wem drückt ihr denn die Daumen heute? Schumi! Also, die geben wirklich nicht auf, auch wenn er mal einen kleinen Durchhänger hat. Sie halten ihm die Treue und wollen ihn, wenn möglich, heute Nachmittag auch auf der Pole Position sehen. Und schauen Sie mal, das ist das, was wir immer als Stadionatmosphäre bezeichnen. Wie im Fußballstadion, hier hat man die Autos wirklich fast 40, 50 Sekunden im Bild, bevor sie dann wieder auf die Startzielgerade verschwinden. Also richtig nah dran. Darf ich mich kurz zu euch setzen? Das erste Bierchen schmeckt schon heute Vormittag. Tut es schon, ja. Gehört irgendwie dazu zur Formel 1, oder? Ja. Wo kommt ihr her? Ich komme aus Mönchengladbach, in der Nähe von Mönchengladbach. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob sich die Reise aus Mönchengladbach hierher lohnt. Erlebt man was hier so bei der Formel 1? Hier ist total Action angesagt, so. Der Ring ist gut hier, Campingplatz hier, alles optimal. Also schon super Stimmung, vor allen Dingen friedlich. Nicht wie beim Fußball oder so, ne? Schon ganz gut hier. Keine Keilerei, Mönchengladbach gegen Schalke und so, aber was hast du da in der Hand? Ja, immer informativ hier. Ringradio, weil man natürlich wissen will, wer vorne ist und wer hinten steht, aber da haben Sie bei Premiere natürlich auch gute Karten. Sie haben den Renndatenkanal, den haben wir nochmal richtig aufgepeppt und damit werden Sie jetzt gleich erleben, was los ist, wenn die Autos wieder rausfahren. Zurück zu den Kommentatoren. Stellt sich die Frage, was macht er jetzt mit der Bratwurst? Ich nehme an, er isst sie, tatsächlich. Glaubst du? Ja, er so viel Geld ausgegeben hat. Ich habe immer gedacht, er geht frühstücken, wenn wir kommentieren. Und bezahlt hat er auch nicht. Stimmt, das hätten wir ja sehen müssen. Gell, 3,80 und Pfand. Er bringt es jetzt vielleicht zurück. Okay, wie auch immer, wir konzentrieren uns auf Bremsscheiben, Getriebe, Motoren und Co. Was sehen wir bei Williams? Da liegt ein Auspuff am Boden. Das ist kein Aber das ist das Auto in der Mitte. Das müsste das Ersatzauto sein. Das wäre dann okay. Ja, dann darf er am Boden liegen. Das ist der Hubschrauberblick hier vom Ring. Noch läuft die Autobahn da hinten. Oben links im Bild die A5 Richtung Süden. Karlsruhe, Basel. Da fahren einige am Sonntagabend lang. Man rechnet mit, wie gesagt, ausverkauftem Haus. Und es wird ein grandioser Grand Prix. Auch wenn McLaren momentan ein Tick schneller ist als Renault, kann sich das Ganze auch bereits aus taktischen Gründen so ergeben. Es gibt nicht wenige, die sagen, die Renault werden, weil sie eh keine Chance auf die Pole haben, mit ein bisschen mehr Sprit in einen längeren ersten Rennabschnitt gehen. Das Ganze erleben Sie natürlich nachher am Mittag auch live bei Premiere. Kann ja alles auch Trick sein, dass man so trainiert und dann plötzlich Sprit rausnimmt und alle überrascht. Also da würde ich mal abwarten. Ja. Bis jetzt haben wir ja keine neuen Reifen gesehen, zumindest nicht von den Top-Teams. Das kommt noch. Vor allem sind wir gespannt bei Ferrari, weil die waren jetzt sehr langsam heute Morgen im Verhältnis zur Konkurrenz. Wenn man sich eine Erfindung wünschen dürfte als Fernsehjournalist, dann würden wir eine Vorrichtung wollen, die uns die Spritmenge permanent anzeigt. Jedes Auto, das rausfährt, hat unten rechts eingeblendet eine Kiloanzeige. Was hältst du davon? Es bräuchte nur eine Boxenausfahrt, eine Waage. Über die man drüber fährt. Drüber fahren muss, ja. Und dann hätte man das Gewicht. Und dann steht dann 30 Kilo und wir wissen, die Runde von 1,17 pipapo mit 30 Kilo bedeutet... Es würde nicht 30 stehen, es würde 630 stehen. Ja, stimmt. Okay, klar. Die 600 Kilo vom Auto und Fahrer habe ich vergessen hinzuzuaddieren. Michael Schumacher mit seinem Kumpel Herbert links im Bild. Kein Grund zum Rausfahren jetzt in den nächsten 45 Minuten. Aber es gilt Zeit zu finden. Gar keine gute Ausgangslage bisher für Schumacher und Co. Der Bruder ist zumindest auf der Bahn und bleibt auch draußen.
So, die neue Gerade, die Parabolica, wie sie auch genannt wird. Ich weiß zwar nicht warum. Das wäre eher eine italienische Geschichte, was sie in Hockenheim zu suchen hat. Auf jeden Fall im offiziellen Strecken. Skizze steht sie nicht drauf als Parabolica oder nicht mehr. Tempo. Wir haben da jeweils eine Messung. Ralf ist vorhin 322 gefahren. Wir haben schon mehr gesehen. Ich kann mich erinnern, dass 340 Mal. Ich glaube, die Höchstgeschwindigkeit war aber mit Windschatten. Das kann dann im Rennen passieren, wenn man halt einfach mal optimal gezogen wird. Bestwert gestern war 327. Und dann sind auch schon wieder 1 Minute 18 Sekunden herum. Und wir notieren 1,18, 1,49. Das ist der Sitz von Bon Boss, Robert Bon Boss. Genau, keine Couch. Mein Sessel. Das wird, das ist aus Schaumstoff gemacht, da setzt sich der Fahrer ins Auto. Und diese Schale ist dann in dem Sitz drin, der herausmontiert wird. Das ist einfach noch nicht die endgültige Version, das ist die schnelle Version. Du musst 3 Runden fahren mit den Reifen, mit diesen Reifen wollen wir nicht mehr machen, das gibt wohl neue Reifen für ihn. Michael Schumacher macht sich fertig. Bacon ist schon fertig. 1,16, 3,15. 1,8 Sekunden schneller als zuvor Ralf Schumacher. Bacon übrigens bei der Höchstgeschwindigkeit 321. Also es ist alles ziemlich ähnlich. Spricht für mich auch für immer noch relativ viel Sprit. Allerdings, die Windverhältnisse spielen natürlich in dem Fall auch eine Rolle. Und so wie ich sehe, könnte der Wind da auch ein bisschen in der Gegenrichtung wehen. Das würde natürlich dann auch einiges ausmachen. Montoya ist rausgefahren und fährt Bestzeit im Sektor 1. Räikkönen schließt diese Runde hier mit 1,17,8 ab. Wir haben es schon oft gesehen, dass in der vierten Einheit zu Beginn die neuen Reifen gezogen wurden. Deswegen werden wir das genau beobachten und den Mittelsektorwert auslesen. 35,7 macht 2,5 Zehntel, 2,72 Zehntel sogar Vorsprung. Und schon die letzte Kurve. Eins, 15,798. Eine halbe Sekunde findet Montoya auf Räikkönen. Aber das ist in der Größenordnung von heute Morgen. Also ich glaube nicht, dass es neue Reifen waren. Oder hast du das beim Herausfahren feststellen können? Nein. Weil neue Reifen bringen auf dieser Strecke schon eine Sekunde. Also da kann man davon ausgehen, dass da 14er Zeiten auftauchen, wenn die mit neuen Reifen unterwegs sind. Jetzt fährt Räikkönen 1,14,9. Gestern fuhr Alex Wurz 1,13,9. Das war die Bestzeit des Freitags. Montoya tut's ihm gleich nach. Nur ein Zehntel Rückstand im Mittelsektor. Auch das könnte mit viel Glück noch eine ganz hohe 1,14er Zeit werden. Das wird ein Schlagabtausch heute Mittag. 15,1, 1,15,197, 2 Zehntel. Ralf Schumacher ist um schlappe 3,1 Sekunden abgehängt. Flavio Briatore auf dem Weg
vorne an den Kommandostand mit frisch gestutzten Haaren. Für seine Verhältnisse ist das ein Kurzhaarschnitt und frischem Hemd. Das wird er heute Mittag sicherlich durchschwitzen bei der spannenden Quali. Ralf Schumacher scheint auf einem Long Run zu sein, aus einer längeren Mehrrunden-Test, was das Verhältnis der Reifen angeht. Wird hier natürlich gemessen und er legt auch jeweils wieder ein bisschen zu, je länger er fährt. Das heißt, das Gewicht wird leichter und das Auto kann es umsetzen. So auch er. Montoya ist auch schon einige Runden unterwegs. Jetzt könnte es klappen mit der Raikön-Zeit. Wieder nicht. Um 2 Zehntel. Aber wenn das hier der Rennspeed ist, McLaren, rundenlang, nämlich 4 Runden fahren die ganz niedrige 1.15er Zeiten, dann ist das natürlich verdammt beeindruckend. Der hat gar nicht hingeschaut. Helm auf, Helm ab. Doch noch was zum Einstellen bei den Roten. Wieder Helm auf, während Montoya gleich wieder zu Start und Ziel kommt. Auf ihn hier fehlen 2 Zehntel und jetzt ist der Kolumbianer in die Box abgebogen. Auch die Runde wäre nochmal top gewesen. Keller weist einen Rückstand von 2 Sekunden auf. Das ist Ralf Schumacher, das ist Toyota-Niveau 1.16.9. Sag mal, was können wir denn bezüglich der Strategie erwarten? 2 oder 3 Stops, ist beides möglich? Ja, es ist wieder beides möglich. Also ich würde eher sagen, 2 Stops wird eher das Normale sein. Aber trotzdem kann man damit rechnen, dass der eine oder andere eben aufgrund von der guten Startposition eher auf 3 Stops geht. Bei freier Fahrt zum Beispiel könnte das eine McLaren-Rezeptur werden. Ist natürlich auch im Rennen noch flexibel handhabbar. Aber das sind schon gewaltige Abstände hier. Alonso fährt jetzt 1.16.3. Im erträglichen Maße ist der Rückstand. Und dann bleibt halt immer noch die Variante, früher erster Stopp, trotzdem 2 Stopp. Das haben wir in Silverstone ja gesehen, dass da viele ein bisschen gespielt haben. Dass man doch ein bisschen den ersten Durchgang etwas kürzer gestaltet hat. Das war das Funkgerät von Rod Nelson, dem Renningenieur hier von Giancarlo Fisichella, der sich dann verschiedene Kanäle einwählen kann, um mit den unterschiedlichen Funkringen und den unterschiedlichen Kollegen funken zu können. Relativ wenig Höchstgeschwindigkeit.
fahren vielleicht mit zu viel Flügel. Was natürlich dann im letzten Sektor, wo jetzt sich befindet, wieder ein Vorteil wäre. Jetzt macht Heidfeld Platz für Sato. Auch das sind keine neuen Reifen bei Schumacher. Aber der Mönchengladbacher bleibt draußen. Also, vorbeilassen, Abstand nehmen, weiter geht's. Sein Teamkollege Mark Webber fährt ein 17-1, Platz 7. Button ist Fünfter. Bleibt auch, knabbert ein paar Zehntelchen weg von seiner bisherig besten, jetzt 1:16.703. Tja, was machen Frank Durney und Co. bei Williams? Kriegen sie dieses Auto nochmal auf Kurs? Momentan Webber 7, Heidfeld 15. Stellt sich Heidfeld gleich auf Niveau Webber. Die liegen kein Zehntel auseinander, die beiden. Das ist auffällig in den letzten Rennen. Wie gleich der Speed der beiden da jeweils ist. Massa geht raus und fährt schneller auf Anhieb als die Williams. Wenn das so bleibt, dann muss sich ja BMW nicht mehr rechtfertigen, warum sie zu Sauber gewechselt haben. Das ist das Gute an der Nachricht. Und jetzt die Ferrari, liebe Zuschauer. Michael Schumacher auf der ersten Runde und Barrichello ist wo? Auf 13. Ja, er hat schon eine Zeit, aber eine bescheidene. Jetzt bleibt er auf 13 und Michael Schumacher ist 14. 1:17.5 und 1:17.8. Die 1:17.5 ist der zweite hier im Bild gefahren. Barrichello. Ferrari zuschaut, dann merkt man eigentlich keine Schwäche. Also das Auto liegt eigentlich schön ausbalanciert. Die Lenkbewegungen halten sich in Grenzen. Aber es ist einfach nicht besonders schnell. Ja, und das ist der große Unterschied. In den letzten Jahren lag der Ferrari auch optisch immer super. Du hast immer von so wenig Lenkkorrekturen gesprochen, aber das Ding war immer höllenschnell. Und jetzt ist der rote Renner gut für Platz 10. 1:17.0 Michael Schumacher. Selbst ein Christian Klien deutlich schneller mit 1:16.2.
spielen jetzt hier auch die Unterschiede eine stärkere Rolle, weil man sich doch schon Richtung Strategie fürs Rennen jetzt spritmäßig eindeckt? Natürlich, und vielleicht waren das jetzt auch neue Reifen. Haben wir nicht gesehen. Das kommt ja jetzt in der zweiten Session zum Tragen. Ja, bei Kleen und Massa notieren wir die Plätze 5 und 6. Das könnten in der Tat neue Walzen gewesen sein. Und das ist eine unorthodoxe Boxeneinfahrt von Trolley. Ja, da hat er sich relativ spät entschieden, in die Box zu fahren. Aber hat sie noch getroffen. Räikkönen und Montoya, die ganz früh in der vierten Trainingseinheit rausfuhren, können zusehen, wie die Gegner ihm näher kommen. Aber eben nicht nah genug bisher. Die beiden haben eine Sekunde Vorsprung auf Alonso und Fisichella. Und dann kommt der Bruch im Feld. Kleen und Massa mit vermutlich neuen Reifen und guten Zeiten auf 5 und 6. Kleen jetzt sogar auf 3. Somit also wieder Zeit rauszufahren für Silber, und das tut Juan Pablo Montoya, Bestzeit im Mittelsektor. 0,2 hinter Räikkönen. Die ist gut und sie ist sogar gut genug um ein halbes Zehntel. 1,14,9,3,7. Eine Sekunde liegen die Silberpfeile vorm Rest des Feldes. Sachskurve nicht ganz gut getroffen. Und Marc, was auffällt, wenn wir die Zeiten der McLaren miteinander vergleichen, dass jeweils Kimi Räikkönen im ersten Sektor die Zeit auf Montoya holt. Was könnte da der Grund sein? Ich habe da schon auf die Höchstgeschwindigkeit geschaut und die sind 2 km/h auseinander. Also da kann es eigentlich nicht. Kann einfach sein, dass ihm dieser Streckenteil besser liegt. Der erste Teil ist 16 Sekunden lang, ist im Prinzip ja nur nur zwei Rechtskurven. Genau, ja, dieser ja. Erste Teil Nordkurve und dann dieses Abbiegen, wo es früher in den Wald geradeaus ging. Ja, weil wenn man die Höchstgeschwindigkeiten anschaut, sogar jetzt nur 1 km/h, 327 Räikkönen, 324 Montoya. Montoya müsste ja mehr Flügel haben, dann müsste er aber auch in den zwei Kurven eher besser sein oder zumindest im letzten Sektor besser sein. Also das macht alles nicht so viel Sinn. Auf jeden Fall ist da von der Höchstgeschwindigkeit her kaum etwas herauszulesen. Der Abstand ist verschwindend, entscheidet aber natürlich heute Mittag dann über die Pole Position. Sauber sieht gut aus mit Massa auf 6, Villeneuve momentan auf der 13. Aber Red Bull eben auch der direkte Gegner mit Kleen sogar auf der 3. Und Coulthard, der gestern ja so rausflog. Auf 20 mit Coulthard. Müssen wir mal verfolgen, ob da etwas ist. Aber ich höre gerade, der Schotte ist jetzt rausgefahren. Ralf Schumacher, einen Platz hinter Michael Schumacher. 2000stel Unterschied zwischen Schumacher 1 und Schumacher 2.
Strato wird sich verbessern. Von 15 auf 3. Aber 0,762 Rückstand. Ja, aber man kann schon sehen, eine 15er Zeit muss man fahren, um unter die ersten 10 zu kommen. Ich glaube, das kann man jetzt schon behaupten. Und um die Pole Position muss man mit 14er Zeiten rechnen. Wenn Michael Schumacher jetzt mit 16,7 neue Reifen bekommt, fährt er 15,7. Dann wäre man unter den ersten 10. So reduziert sind die Erwartungen mittlerweile. Jetzt macht Alonso ernst. Lange war Ruhe, aber der Spanier fährt Bestzeit in Sektor 1. Achtung, jetzt tut sich was. Wir gehen in die letzten 20 Minuten. Hat Renault neue Reifen drauf und ein bisschen abgetankt. Neue Reifen, denke ich. Wir wissen, dass es eine Sekunde bringt. Hier taucht er auf. Nein, das ist Fisichella. Alonso fährt eine persönliche Bestzeit im Mittelsektor. Das sind 2 Zehntel hinter der Besten von Montoya. Und hier ist er auch schon. Alonso gegen die McLaren. Ist das die Zeit, die der Renault gehen kann? 1:15.0? Ja, ich denke, das waren jetzt neue Reifen. Bei denen kann man das so schwer sehen, weil die Felgen schwarz sind. Bei den Konkurrenzprodukten, die silberfarbige Felgen haben, kann man es manchmal so ein bisschen am Bremsstaub erahnen. Dass die glänzenden, aber ich denke schon, es waren neue. Ja. Ja. Naja, das würde auch ungefähr stimmen von dem Zeitensprung, den er gemacht hat. Einfach mal frische Reifen, eine Sekunde. So, Fisichella hat das noch vor sich. Michael Schumacher auch. Heifeld ist der Nächste. Alonso legt übrigens zu in der zweiten Runde. Und zwar im Mittelsektor, und zwar deutlich um über 3 Zehntel, auch wenn er vorne Zeit verloren hat. Hier könnte noch mal eine Bestzeit kommen. Und sie kommt 1:14.7. Aha. Renault ist da. Neuer Bestzeithalter ist der WM-Führende. Fernando Alonso übernimmt. So haben wir uns das vorgestellt. McLaren nicht allein auf weiter Flur. Die müssen nachziehen. Aber wir haben ja gesehen, das Auto war gestern gut für eine 13,9. Ja, ich denke auch, dass das unser Maßstab sein muss, was der McLaren kann. Sprit hin oder Sprit her, das ist der Richtwert. Also man darf stark annehmen, dass die Silbernen da noch was in der Hinterhand halten. Doch der Reihe nach. Jetzt ist erstmal Heidfeld dran.
Schon 6 Zehntel Rückstand in Sektor 1. Kimi kontert. Mit Bestzeit im mittleren Messabschnitt. Das ist erstmal Heidfeld. Der ist jetzt 12. Räikkönen übernimmt. Sehen Sie mal hier 1:14.1. Und jetzt sind wir gespannt, ob er auch in der zweiten Runde zulegen kann mit den neuen Reifen. Und die sind definitiv neu. Ja. Sie können das Ganze natürlich auch auf unserem Renndatenkanal verfolgen. Mehr Infos noch umfangreicher über das Portal und die Option 4 gelangen Sie dahin. Da können Sie jetzt auch mitverfolgen, ob Räikkönen nochmal zulegen kann. Ich kann es Ihnen aber schon verraten, weil wir sehen eine erste Sektorenzeit und die ist deutlich langsamer. Er hat schon wieder Gas weggenommen, ja. Nur eine schnelle Runde. Ist sogar eine Pole unter 1:14 möglich, je nach Gewicht? Ja, wenn jetzt du den Kimi nimmst und gibst ihm noch ein bisschen mehr Drehzahl heute Nachmittag, ja, ist drin. Wenn das Wetter noch besser wird, noch wärmer, ist das ein Vor- oder ein Nachteil? Ja, für die Mischler eher ein Vorteil, weil die einfach immer eher ein bisschen leiden, wenn die Temperatur nicht so hoch ist. Also die Pole führt über die magische 1:14 und über McLaren Mercedes. Jetzt wird gleich erstmal Montoya die silberne Welt wieder gerade rücken. Mit Platz 2. 3 Zehntel hinter Kimi Räikkönen, aber eben deren knapp 4 vor Alonso. So gut sehen die Reifen nach einer schnellen Runde aus. Platz 14 für Michael Schumacher, Platz 16 für Rubens Barrichello. Ja, die Abstände sind gewaltig, aber jetzt geht er rein und holt sich neue Reifen. Jetzt wird es dann auch bitteschön Zeit. Und dann werden wir mal sehen, ob das auch diese Sekunde bringt, die es im Durchschnitt bei den Michelin-Piloten bringt. Ja, der Reifen hat er eh kaputt gebremst. Ist eine Kurve, die verführt. Da ist auch nicht mehr viel drauf auf den Reifen. Schau dir mal an. Ja. Die waren hinüber. Also das kann dann ein größerer Sprung werden mit neuen Reifen. Jetzt wenn wir den linken vorne anschauen, da war nichts mehr drauf. Noch platt gebremst. Also dann ist die 17.0, die er da gefahren hat, oder ist natürlich dann verhältnismäßig gut. Also ziehen wir mindestens eine Sekunde ab, dann wäre er sogar um die Top 5 zu platzieren. Hier so um die Höhe Sato herum könnte das gehen. Zwölf Minuten noch, sieht so aus, als würden die hier auch noch mal rausfahren. Zweikampf um die
holländische Meisterschaft. Mhm. Dornbos führt im Moment. 4 Zehntel vor Albers, aber der zweitgenannte Niederländer hat frische Reifen drauf und steht jetzt auf Platz 17 und verkürzt auf noch nicht mal 1 Zehntel Rückstand, aber er steht dahinter. Der steht auch und am falschen Ort. Montero. Da kommt der Mann mit dem Abschlepphaken. Das ist die Sachskurve. Sieht so nach aus. Schau mal raus. Ja, da drüben blinkt es. Ja. Genau, die Sachskurve hat er sich gedreht und wohl Motor abgewürgt. Somit bleibt nur der Haken. Montero tut sich schwer. Der ist hier deutlich letzter. Kartikian ist noch viel besser. Immer jetzt. Jedes Training bisher. Ich hoffe, das waren noch nicht die neuen Reifen bei Ralf. Das wären ja dann seine Ersatzreifen fürs Rennen, wenn was passiert. Räikkönen, Montoya, Alonso, Button, Sato, Kleen, Fisichella, Coulthard, Massa, Ralf Schumacher. So lautet die Reihenfolge der ersten 10 für die letzten 10 Minuten. Gelb ist jetzt aufgehoben. Das wäre alles für ein Mini-Qualifying jetzt bereitet. Wobei McLaren und Renault schon deutlich vorgelegt haben. Uns fehlen die Ferrari-Zeiten mit neuen Reifen. David Coulthard, der sorgte hier für den knappsten Zielanlauf in der Geschichte Hockenheims. Seit den 70ern sind wir hier im Badischen. Lag man nur 0,428 Sekunden hinter einem gewissen Mika Häkkinen beim Doppelsieg Ende der 90er Jahre. Allerdings hätte er da schneller gekonnt. Das war wohl damals schon ein Rennen pro Mika Häkkinen, denn der war auf die Weltmeisterschaft angesetzt und entsprechend besser platziert. Ja, und das war daneben. Zu spät gebremst. Aber wie immer in Hockenheim geht es dann weiter. Hier wird man nicht bestraft für Fehler. 4 Zehntel sollte der ehemalige Teamkollege von Kimi Räikkönen finden. Dann wäre er auf Niveau von Christian Klien. Hier sehen wir es nochmal von außen. Zu spät auf der Bremse. Muss die Bremse lösen, um nicht den Reifen durchzuscheuern. Und deswegen rollt er da auch ein bisschen neben die Strecke. Ja, denn das war kein alter Reifensatz mehr. Ja, das sind wohl schon die neuen. Die achte Zeit spricht auch dafür. Hier, unten rechts steht er. Aber Kleen steht 2 davor. Geht er zunächst mal rein. Die Ruhe vom Sturm. Ja, weil wir haben, also vor allem fehlen uns die Zeiten der Roten. Die jetzt hier, sehen Sie mal, so sieht ein neuer Bridgestone-Reifen aus, oder? Rausgehen mit Michael Schumacher. Das ist Rubens Barrichello. Naja. Jetzt sehen wir, was geht. Momentan Michael Schumacher auf der 16. Es fehlen 2,6 Sekunden. Gut getimt. Die Strecke ist relativ frei. Sato ist noch draußen. Und ansonsten stehen alle in der Boxenstraße in ihren Garagen. Freie Fahrt für den 7-maligen Champion. Michael Schumacher hat übrigens höher gesetzte Rückspiegel als Rubens Barrichello. Achten Sie mal drauf. Die stehen so richtig auf Stelzen seit ein paar Rennen. Könnte eher aerodynamische Gründe haben, dass man die weghaben will von den Sidepods, von den Seitenteilen.
könnte ich mir vorstellen, dass man da was geändert hat. Ob man das bei Rubens Barrichello auch noch ändert. Ist seit ein paar Rennen so, Marc, dass Rubens Barrichello die flachen Flügel fährt. Begründung des Brasilianers ist, ich sehe besser, wenn sie flach stehen. Ja, aber wenn aerodynamisch würde es für mich eigentlich noch Sinn machen, weil der Luftstrom über den Seitenkasten besser ist in dieser Anordnung. So, jetzt wollen wir sehen, was der Ferrari drauf hat. Die erste Kurve, die Nordkurve. Und dann geht es bereits nach 16 Sekunden zum Messsektor 1. Hier nach dem Abbiegen. Da fährt ein Kimi Räikkönen 16,289. Und ein Michael Schumacher 16,6. 4 Zehntel knapp der Rückstand. Fängt bescheiden an auf so einer kurzen Rundenzeit. Jetzt muss er auch noch gleich an Rubens Barrichello vorbei. Der ist nämlich gerade auf seiner Outlap. Und hier hat ihn einer der Motor nicht. Dornbos. Startübung abgebrochen. Bleibt aber frei. Die Mechaniker sind unterwegs, dürfen ihn aber da nicht holen, weil er nach der Linie steht. Ich hoffe, sie denken dran. Jetzt macht Barrichello Platz für den herannahenden Chef, der eine Sekunde im Mittelsektor zusammen addiert schon Rückstand besitzt. Und wenn es am Ende nicht mehr als 1,7 werden, dann könnte mit viel Glück sowas um Platz 5 bis 6 herausspringen. 1,1 Sekunden, das sieht freundlicher aus. Ferrari steht auf Platz 5, hinter den zwei McLaren, Alonso und Button. Geht das, was geht? Ja, das ist eigentlich sogar besser, als wir erwartet haben. Mal sehen, wie jetzt Barrichello die Runde fährt. 16,6 im Sektor 1. Jetzt muss Michael Schumacher Platz machen. Hier ist eine gute Gelegenheit dazu. Macht er auch, ja. Und dann geht's in die Haarnadel. Der Mann stoppt mit. Jetzt Barrichello schon hier durch diese Haarnadel, fährt Richtung Mercedes-Tribüne. Noch 4 Minuten. Jetzt kommt dann gleich der mittlere Messabschnitt für den Brasilianer. 35,8 bedeutet eine Sekunde auf Räikkönen plus 4 Zehntel, erst langsamer als Michael Schumacher. Und jetzt kommt er auf Start und Ziel und Barrichello ist Achter. Schumacher 5., der Brasilianer, jetzt verdrängt sogar von Massa, nur noch auf Position 9. Du, der Sauber mit dem Ferrari noch Kundenmotor steht vom Merckx Auto von Rubens Barrichello. Ist nicht das erste Mal dieses Jahr, ne? Nee. Rubens Barrichello fährt 8 Zehntel langsamer als Michael Schumacher. Hast du dafür eine Erklärung? Ja. Das ist eine Talentfrage. So, hier hat man alles legal weggeräumt. Das waren die Streckenposten, die dürfen das. Das Auto musste aufgebockt werden hinten. Der Jordan und Ferrari wird vorne aufgebockt. Das waren die Runden, die drei, die man haben muss. Die Reifen, die man als Ersatzreifen nimmt, müssen mindestens 3 Runden drauf haben. Also mindestens so viele wie die Reifen, mit der man die Qualifikation gefahren hat. Wenn es also jetzt kracht am Start, dann darf man wechseln, ohne bestraft zu werden, weil wenn die Teile auf der Fahrbahn liegen, muss man die Möglichkeit haben, die Reifen zu wechseln. Und die müssen mindestens so viele Runden drauf haben, wie die Reifen, mit denen man den Start geht. Also 3, weil das in der Qualifikation dann 3 Runden gibt mit einer Auslaufrunde. Ich sehe, dass Kimi Räikkönen noch mal raus ist. Als wenn ihm diese 1,14,1 da noch nicht genügen würden. Der Christian Klien fährt wieder in der Superzeit.
auf Platz 7. Damit steht er einen hinter Schumacher und auch deutlich vor Barrichello. Beide sauber und ein Red Bull stehen vom Brasilianer. Und er notiert momentan 1,125 Rückstand. Jetzt kommt Coulthard, der fährt auf Clean-Niveau. Trulli kommt noch in die Top 10. Der Barrichello wird durchgereicht. Könnte da auch eine unterschiedliche Reifenwahl bei Bridgestone, ja, Ferrari greifen? Mir ist das zu viel Abstand. Ja, es ist ein bisschen zu viel. Gut, muss man mal abwarten. 8 Zehntel, wir wissen, normalerweise sind es 3 Zehntel. Es könnten die Reifen sein, kann aber auch die Spritmenge sein. Dass man unterschiedliche Strategien wählt. In Silverstone war ja Barrichello mit einer 3-Stopp-Strategie unterwegs, sie hat nicht funktioniert. Vielleicht hat er gesagt, mache ich wieder mal. Uff, da ist der Clean aber richtig gehüpft da über. Da hätte er außenrum fahren können. Hätte nicht über diese Wasserrinne fahren müssen. Gefährlich, aber er hat es gut unter Kontrolle gehabt. Aber da kann man natürlich ein Auto auch verlieren und dann. Wäre die Katastrophe da. Räikkönen haben wir nicht im Bild gehabt, aber ich sagte es Ihnen, der fuhr noch mal raus, der hat den Mittelsektor noch etwas gedrückt, ist da noch mal ein knappes Zehntel schneller gefahren. Auf die Gesamtrunde gesehen hält er aber weiterhin bei 1.14.1. Das ist ein gutes Timing. Eine Sekunde vorher kommt er über die Linie, der Villeneuve. Also der Kimi Räikkönen hatte da wohl noch etwas, was er ausprobieren wollte und ist dann auf die Runde, ich sagte es, aber langsamer gewesen und ist jetzt auf dem Weg zurück zur Box. Schwarz-Weiß Carriott ist draußen. McLaren setzt die Zeiten, an denen sich die Gegner die Zähne ausbeißen. Da ist keiner unter einer halben Sekunde dran momentan, auch Renault nicht, schon gar nicht Williams. Hier die beiden, vorne Webber, hinten Heidfeld. Webber auf eine Sekunde jetzt herangefahren. Platz 6 bedeutet einen Rang vor Michael Schumacher. Somit ist der Weltmeister noch auf 7. Barrichello 16. Bravo. Ja, es ging jetzt schnell, wie er da nach hinten gereicht wurde. Ne? Dahinter sind nur noch 2 Jordan und 2 Minardis. Das ist heftig. Gleich gibt es die Reihenfolge natürlich nochmal in der Übersicht. Wenn McLaren jetzt noch Drehzahl freigeben sollte, ich denke da an gestern an die 1.13.9 von Alexander Wurz. Und diese Luft, die sollten sie natürlich haben für die Qualifikation. Dann wird das Ganze noch deutlicher ausfallen können. Die Frage ist, wer von den beiden McLaren auf der Pole steht. Dass die beiden mehr als gut für die erste Reihe sind, ist überdeutlich. Alonso Fisichella, die Renault dahinter. 06 und 08 der Rückstand. Dann Button, Webber, Michael Schumacher. Da kann Bewegung reinkommen. Je nach Spritmenge könnte es da zu Verschiebungen führen. Heidfeld ebenfalls in den Top 10. Klien und Damiano Trulli, ein Qualifying-Spezialist. Der Mann aus Pescara. Coulthard, Ralf Schumacher, Sato Massa, Villeneuve, die sauber jetzt einen Tick zurückgerutscht. Und dann erst Rubens Barrichello. Albers rückt die Welt gegen Dornbos wieder gerade um 2 Zehntel. Und dann der Mann aus Indien vor Montero, der abflog. Das ist die Reihenfolge nach 4. Trainings, gleich das Qualifikationstraining, aber Ferrari ist de facto zu langsam. Somit also die Vormittagseinheiten. Alles weitere jetzt von Wolfgang und Hans-Joachim. Bis nachher.
Ja, das Reglement der Formel 1 macht es uns allen schwer, die Dinge einzuordnen. Denn man muss es ja nochmal irgendwie sich vor Augen führen. Hans, am Freitag hat man die Testfahrer dabei, die suchen schon mal die Reifen aus. Die Stammfahrer können sich Gedanken machen über die Einstellungen, die man dann am Rennsonntag fährt. Früher war es so, dass man am Samstag früh mit leichtem Auto fuhr für die Qualifikation. Deshalb gab es da wirklich eine andere Einstellung. Und wir konnten auch sagen, wer vielleicht in der Qualifikation schnell ist und dann auch im Rennen besser. Jetzt ist es einfach schwierig, weil wir nicht genau wissen, was die Teams da eigentlich machen und mit wie viel Sprit sie ins Rennen gehen wollen. Kannst du dir da bei all diesen komplizierten Faktoren überhaupt jetzt noch was zusammenreimen, wer hier wirklich schnell ist und wer hier langsam war heute Vormittag? Na gut, es ist relativ schwierig, wie du gerade gesagt hast. Es würde auch wesentlich mehr Sinn machen, wenn man vor dem eigentlichen Qualifying als Team die Spritmenge bekannt geben müsste. Hätte auch keinen Einfluss auf die anderen Abstimmungen, logischerweise auch die anderen Teams nicht. Hier, glaube ich, ist ganz deutlich, dass McLaren Mercedes voll im Trend liegt. Die sind schnell. Und wir haben auch dann gesehen, kommt nachher noch der General drauf, Michael Schumacher hat auch scheinbar was fürs Rennen probiert, zum Schluss noch flott unterwegs gewesen. Also ein bisschen lesen kann man schon Tendenzen und Richtungen. Das Auto hat von Anfang an gepasst, sagte Kimi Räikkönen nach dem gestrigen Trainingstag. Und so wie es aussah, musste er nicht viel verändern am Auto, denn auch unter den heutigen Bedingungen hat er hier die Bestzeit absolviert. Ja, einmal frei, das Auto liegt wirklich prima, ausgezeichnet. Man sieht, da ist eigentlich optisch zumindest nicht sichtbar, wo es da dran kämmt. Interessant ist natürlich der Kampf intern zwischen Räikkönen und Montoya. Also da gibt es immer einen konstanten Schlagabtausch. Pablo ist super motiviert. Kimi, hat man so ein bisschen gehört, ist schon ein bisschen stinkig, dass Montoya so schnell ist. Er will natürlich auf jeden Fall unbedingt das Rennen gewinnen vor Montoya. Aber ich finde, aus der Sicht von McLaren Mercedes her gesehen, ist natürlich so eine starke Fahrerpaarung schon optimal, weil die sich auch helfen können. Wenn jetzt ein Montoya nicht so stark wäre wie ein Räikkönen, dann wäre ja der Räikkönen da vorne aber also relativ alleine unterwegs, einsam unterwegs. Montoya ist für Alonso ein ganz wichtiger Störfaktor. Juan Pablo Montoya hat ja lange gebraucht, bis er sich im Team bei den Silbernen wohlfühlte, bis er vor allen Dingen auch mit dem Auto zurechtkam. Was ist denn da passiert bei dem? Er hat ja das letzte Rennen gewonnen und fährt jetzt von Anfang an auf demselben Niveau wie Kimi Räikkönen. Das ist richtig. Montoya hat ein bisschen anderen Fahrstil wie Kimi Räikkönen. Montoya mag es nicht, wenn das Fahrzeug untersteuert, das heißt, wenn es beim Einlenken über die Vorderräder schiebt. Und das hat er mittlerweile hinbekommen. Montoya ist auch sehr aggressiv auf der Bremse, muss auch da eine andere Abstimmung fahren. Und seit Silverstone ist das jetzt deutlich besser geworden. Der Pablo fühlt sich sehr wohl. Er weiß, dass er jetzt Rennen gewinnen kann. Das ist immer das erste Rennen für ein neues Team zu gewinnen. Ist das ein bisschen die Lösung des gordischen Knoten. Und jetzt ist der Montoya richtig super heiß drauf und will das Rennen natürlich auch gewinnen, logischerweise. Idealerweise wäre es für Kimi Räikkönen ja so, dass er erstmal gewinnt und dass sich dann starke Gegner und Partner wie Montoya vor den Alonso schieben. Richtig. Und wer kann das besser als Montoya? Gut, angenommen, Montoya lässt sich drauf ein. Wie wird sich denn Fernando Alonso verhalten? Wird er versuchen, die McLarens auf der Strecke herauszufordern, sie zu überholen, sie niederzuringen oder bequem einen zweiten oder dritten Platz einzufahren im Wissen, Solange er das macht, wird er gewinnen. Also ich bin ja schon ein bisschen reiferen Alters jetzt. Mit 54 Jahren, selbst noch aktiv im Motorsport, würde ich Alonso empfehlen, die vorne ruhig fahren zu lassen. Denn selbst wenn die beiden immer 1 und 2 jetzt beenden, wird Alonso trotzdem Weltmeister. Alonso darf einfach keinen Fehler machen. Er darf keinen Nuller haben, das ist sehr wichtig. Das können natürlich Nuller sein aus technischen Schwierigkeiten, wo er nichts dafür kann. Nur Fahrfehler darf sich Fernando mit Sicherheit nicht erlauben. Und er kann gerne mal auf einen Zweikampf verzichten. Wir haben ein Statement in der Presse heute gelesen, wo Alonso gesagt hat, der Montoya ist ein unangenehmer Gegner, weil der hält drauf. Und da kannst du schnell mal im Gras verenden, da hat er recht gehabt. Also er wird sich sicherlich gut dran tun, sich von unserem guten Freund Pablo fernzuhalten. Und technische Probleme gab es bei Renault ja schon ein paar. Die haben wir immer bei Giancarlo Fisichella gesehen. Also so sicher kann man sich da nicht sein, dass man sich da noch in diese übertriebenen Zweikämpfe stürzt. Aber das ist auch eine spannende Ausgangssituation. Absolut. Für diesen Grand Prix, ganz egal, wie das Qualifying heute ausgeht. Michael Schumacher mit 1,1 Sekunden Rückstand, Siebter. Und da haben wir beobachtet, mal mit alten Reifen, mal mit neuen Reifen, ja. Hans.
aber so richtig vorwärts ging es nicht. Ja, also die jetzige Zeit da mit Position 7, das war jetzt nicht schlecht mit neuen Reifen, da fehlt ihm 1,1 Sekunden. Wichtig, wie man hier direkt sieht, der ist der Vorderreifen, der ist relativ kaputt. Mit dem ist er aber auch lange gefahren, mit dem hat er viele Runden absolviert und da war er wahrscheinlich wieder mal cleverer wie viele andere. Links der Reifen schaut sogar noch schlechter aus, sieht man hier sehr schön. Er weiß jetzt, dass er mit abgefahrenen Vorderreifen immer noch 17er Zeiten fahren kann und das ist schon mal nicht schlecht. Also er hat scheinbar schon das Rennende simuliert. Wichtig natürlich auch zu wissen, wie der Reifenverschleiß nach einem Renndistanz inklusive Qualifying aussieht und da muss der Fahrer ein bisschen haushalten. Also Schumacher sieht man, der arbeitet für Punkte, der arbeitet für ein gutes Rennergebnis und die Steigerung mit neuen Reifen, diese 1,1 Rückstand sind gar nicht mal so dramatisch. Er hat in letzter Sekunde in dieser Sitzung nochmal Gesellschaft bekommen durch die BMW Williams-Fahrer. Mark Webber hat sich einen Platz vor ihm eingenistet, Nick Heidfeld genau dahinter, fast zeitgleich. Wir haben jetzt lange nichts gesehen von BMW Williams. Die fuhren immer so auf den Plätzen 15 und 16 rum. Mhm. Jetzt stehen sie auf 6 und 8. Haben die noch was im Petto? Haben sie uns bisher was verborgen? Warum kam dieser Sprung jetzt so spät? Und was traust du ihnen heute in der Qualifikation letztendlich zu? Also ich kann jetzt nicht einschätzen, wie viel Benzin da im Tank drin war. Tatsache, sie haben von den beiden Tagen jetzt mal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht. Das lässt uns natürlich hoffen. Aber wir müssen noch genau nachforschen, wenn wir meine Kanäle anzapfen, woran das lag. Und es wird natürlich wichtig sein, im Qualifying möglichst weit vorne zu stehen, um dann in die Punkte hineinzukommen. Aber eins ist auch klar, du musst ja immer davon ausgehen, ein Team, BMW Williams, die bleiben ja nicht stecken, wo sie sind. Die waren in einem Tief, die waren ganz unten in Silverstone und es geht langsam in Schritt wieder nach vorwärts. Ich schaue gerade auf das Zeitentableau und ich suche und suche und suche, wo ist eigentlich Ralf Schumacher? Jano Trulli, sein Teamkollege, hat es ja noch auf den 10. Platz geschafft. Du hast es notiert, Ralf Schumacher nicht mehr ganz. Als 12. Also da haben wir jetzt wieder eine echte Mittelfeldposition. Dabei ist das Auto doch immer in der Lage gewesen, in den letzten Rennen in der Qualifikation ganz nach vorne zu fahren. Gut, das lag aber natürlich an den Fähigkeiten von Jano Trulli, weil er das Auto im Qualifying wirklich maximal ausquetscht. Vielleicht hat man da ein bisschen einen neuen Weg eingeschlagen, dass man etwas mehr auf das Rennen auch hinarbeitet mit der Abstimmung. Und deswegen natürlich auch wieder jetzt da steckt, wo man hingehört. Das Auto ist eben noch nicht ganz ein Frontrunner-Auto, das muss man mal ganz deutlich sagen. Auch da wird es künftig noch großen Bedarf geben, weiterzuentwickeln, um konstant diesen Aufwärtstrend vom Jahresanfang wieder fortzusetzen. Also auch im Falle von Toyota können wir nur empfehlen, demnächst ins Kino zu gehen, Herbie Full Loaded anschauen, mitschreiben und beim nächsten Rennen umsetzen. Und Sie können auch ins Kino privat mit Ihren Freunden. Die Pole Position für großes Kino. Buena Vista International und Premiere laden Sie ein zum großen Formel 1 Gewinnspiel. Er ist eine Legende mit geheimnisvollen Kräften und einer magischen Vergangenheit. Bitte kümmere dich um Herbie. Was immer du für ein Problem hast, er kann dir helfen. Toll, ein Glückskeks auf Rädern. Und jetzt wird Herbie der Welt zeigen, was er kann. Herbie Fully Loaded. Ein toller Käfer startet durch. Beweisen Sie Ihr Fachwissen und gewinnen Sie eine private Filmvorführung mit 100 Freunden in einem Kino an Ihrem Wohnort. Am Ende der Formel-1-Saison wartet als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen nach Hollywood auf Sie. Beantworten Sie folgende Frage. Wer startete in Hockenheim 2004 aus der Pole Position? A. Michael Schumacher oder B. Jenson Button? Schicken Sie eine SMS mit dem richtigen Lösungsbuchstaben und Ihrem Namen an die Nummer 81010 oder rufen Sie an 0137 80 80 040 oder machen Sie mit im Internet. Auf ins Rennen. Also los, Herbie. Herbie Fully Loaded. Ein toller Käfer startet durch. Ab 4. August im Kino. Ja, wir wünschen Ihnen viel Glück. Hoffentlich sind Sie dann dabei. Wir bereiten uns jetzt auf die Qualifikation vor, Hans, zum großen Preis von Deutschland. Ist ein schwieriges Wochenende aus deutscher Sicht. Michael Schumacher kämpft, Ralf Schumacher kämpft. Nick Heidfeld kämpft da im Auto. So ein kleiner Durchhänger aus deutscher Sicht. Aber die Formel-1-Saison ist trotzdem nicht unspannend. Nein, Wolfgang, ich muss dich sofort korrigieren. Hör mal, McLaren-Mercedes, wir sind in der Nähe von Stuttgart. Wir können von keinem deutschen Durchhänger reden, wenn McLaren-Mercedes hier alle Trainings dominiert. Entschuldige. Nein, du hast ja recht. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das nicht gibt. Wir sind uns halt einfach mal auch nicht einig. Aber daraus entsteht ja auch wieder ein spannender Zweikampf vor der Kamera. Also schalten Sie wieder ein. 12.50 Uhr Qualifikation. Da geht es um die Pole Position. Einzelzeitfahren. Sonntag dann 9.55 Uhr GP2. 11.20 Uhr Porsche Supercup.
12.25 Uhr das Rennen. Und du meinst wirklich nicht, dass wir gerade einen Durchhänger haben, Hans? Du, ich nicht. Alles klar. Servus. Jetzt habe ich die Fahrt Konzept gemacht. Was Wahres, man lüge nicht, denn ich nehm's wie es kommt, sonst nicht.